Ihr Lieben, ich bin Kevin von Runners Flow und in diesem Video geht es darum, ob Laufen mit Musik Sinn macht oder ob das nicht vielleicht irgendwie ablenkt. Und ich möchte das Video beginnen mit einer schönen Story von Nina. Nina ist Teilnehmerin in meinem Durchstarter-Online-Programm für Laufanfänger und sie hat gesagt, ey lieber Kevin, ohne Musik kann ich einfach nicht laufen gehen. Nina hat einen wunderbaren Trick angewendet und sie meinte noch so, ja, du hast ja gesagt, Laufen als Anfänger, da sollte man am besten erstmal die Musik sein lassen. Kommen wir gleich noch drauf. Ich kann aber wirklich nicht ohne Musik laufen. Ich habe aber ein Lied gefunden, was perfekt zu meinem Lauftempo passt. Und dann ist sie hergegangen und hat sich andere Lieder in dem ähnlichen oder in dem gleichen Tempo gesucht, hat eine Playlist sich zusammengebaut und hört die jetzt immer beim Laufen. Spotify, wenn ihr einen Account habt, ich glaube, das geht auch ohne den Bezahl-Account, da kann man sich solche Playlisten ja zusammenbauen. Also wenn ihr das auch habt und sagt, ihr habt ein Lied, wo das einen guten Rhythmus, das eine gute Geschwindigkeit für euren Laufrhythmus hat, dann könnt ihr das gerne so machen wie Nina und ja dann eben so in einen guten Laufflow mit Musik reinkommen. Jetzt kommt das große Aber. Wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich grundsätzlich am Anfang für Laufanfänger erstmal den Rat ausspreche und sage, lauft ohne Musik. Warum sage ich das? Es ist gerade am Anfang schwer, überhaupt mal in sein eigenes Tempo reinzufinden. Und da lenkt Musik doch deutlich ab. Deswegen würde ich für den ersten Schritt sagen, wenn es nicht so, wenn ihr nicht so in so einen guten Flow reinkommt wie Nina und das auch so bei euch funktioniert, lauft erstmal ohne Musik. Was ihr alternativ machen könnt, wenn ihr sagt, ihr möchtet unbedingt irgendwas auf den Ohren haben, euch ist das irgendwie zu leise oder zu langweilig oder dergleichen, probiert es mal mit einem Hörbuch oder mit einem Podcast, weil der Vorteil daran ist, das gibt euch keinen Rhythmus vor und bringt euch so in eurem Laufrhythmus nicht durcheinander, wenn da einfach nur jemand eine Geschichte oder eine Story oder ein Krimi oder was auch immer erzählt. Genau, das soweit dazu. Also erste Möglichkeit, die Nina gemacht hat, sich ein Lied raussuchen, wo das Tempo passt zum Laufrhythmus und dann eine Playlist zusammenstellen. Dann probiert es einfach mal komplett ohne Musik. Ich laufe fast nie mit Musik, einfach weil es meine persönliche Ich-Zeit ist, wo ich nichts hören will, wo ich nicht reden möchte, wo ich einfach nur mit mir selber sein möchte, komplett ohne Musik und ohne irgendwas auf den Ohren. Und die dritte Möglichkeit ist, wenn ihr unbedingt was auf den Ohren haben wollt, dann testet es mal mit einem Hörbuch oder mit einem Podcast. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da. Folgt mir bei Instagram, bei YouTube und bei Facebook. Besucht meine Seite www.runners-flow.de. Ich habe einen wunderbaren Blog mit ganz vielen verschiedenen Tipps zum Laufen. Dann sage ich danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in einem nächsten Video.